Hallo Klickenabendler, wir stellen euch heute eine japanische Neuheit vor, und zwar von Japan Brand. Die kann man jetzt vorbestellen und die wird dann spätestens auf der Messe in Essen, auf der Spiel 2017, kaufbar sein am Stand von Japan Brand. Das Spiel, das wir euch vorstellen, heißt Sweet Honey Be Mine, ist für 2 bis 6 Personen und handelt davon, dass wir Menschen sind, die Honig lieben, und das sind wir ja auch, und wir versuchen den Honig den Bienen zu klauen. Und die stechen uns dabei, und eine Biene darf uns nicht doppelt stechen, denn sonst sind wir ausgeschieden, weil wir von der Biene genug Gift abbekommen haben. Ja, wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Wenn wir uns das Spielmaterial ansehen, sehen wir hier eine Box mit dem Namen des Spiels und einer Anime-Grafik, wo eine Frau als Biene verkleidet ist oder eine Biene relativ menschlich dargestellt ist. In dem Spiel befindet sich eine japanische Anleitung, die uns jetzt natürlich in Europa relativ wenig bringt. Ein kompletter Kartensatz und ganz viele Honigchips, 100 Stück, wobei wir im Spiel selbst sogar nur 90 brauchen. Zum Glück gibt es das Internet. Und zwar findet ihr auf der japanischen Webseite oder auf BoardGameGeek eine englische Anleitung, die wir uns hier auch ausgedruckt haben. Und damit kann man das Spiel wunderbar spielen. Ob das Spiel in Essen auf der Messe dann die englische Anleitung drin hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber im Zweifelsfall findet ihr die Anleitung, wie gesagt, im Internet. Jetzt bauen wir mal das Spiel zusammen auf. Jeder Spieler bekommt eine Kartenübersicht. Man sieht sie hier. Das zeigt, wie viele Karten im Spiel sind. In diesem Fall eine 1. Man sieht, das sind 2 Zweier im Spiel. Eine mit einem L markiert, eine nicht. Und so weiter und so fort. Bis zur höchsten Karte, bis zur 10. Auf der Rückseite haben alle Übersichtskarten ein Lose. Man kann mich auch aus einer Runde ausscheiden. Und da sieht man hier die Grafik zum Lose, die dazugehört. Ein Kind, das komplett zerstochen ist, genau 2-mal und trotzdem vor Liebe dahin liegt. Wenn wir das Spiel spielen, bekommt jeder eine dieser Übersichtskarten. Außerdem 5 Karten. Und dann kann das Spiel im Prinzip schon losgehen. Zu Beginn des Spiels brauchen wir eine Starthand. Das heißt, wir müssten vorher eine Karte definieren, die wir vor uns auslegen. Gucken wir jetzt meine Karten an. Wenn wir uns die Karten genauer angucken, sehen wir auch, dass manche mit High oder Low beschriftet sind. Das kann man natürlich auch von meiner Seite aus sehen. Ich sehe nämlich einmal die Wertigkeit und ich sehe hier unten einen Buchstaben. Hier steht ein H, das heißt, hier steht High auf der Rückseite, da steht ein L für Low, da steht nichts. Das heißt, auf der Rückseite ist dann auch nichts. Zu Beginn suchen wir uns eine Karte aus. Die legen wir verdeckt vor uns. Dann wird gleichzeitig aufgedeckt, indem wir rufen Sweet Honey Be Mine. Und dann haben wir sozusagen unsere Startkarte ausgewählt. Haben wir davon eine spezielle Karte ausgewählt, müssen wir den Effekt auch gleich ausführen. In unserem Fall haben wir jetzt beide das Gleiche. Normalerweise spielt man das Spiel mit mehreren Personen. Es geht auch zu zweit. Deswegen zeigen wir euch jetzt auch, wie es funktioniert. Grundsätzlich macht es aber auch mit mehr Personen natürlich mehr Sinn. Das heißt, ich würde jetzt eine Karte aussuchen, tschack, lege da 1 bis 3 Chips auf diese Karte, das kann ich mir aussuchen, in meinem Fall würde ich jetzt vielleicht 2 drauflegen, gebe sie meinem nächsten Mitspieler, der hat jetzt den Hint, dass es eine High-Karte ist, das heißt, es kann die Karte 6, 7, 8, 9 oder 10 sein. Wenn es denn eine gleiche Karte ist, ist das eher negativ, denn dann bin ich aus dem Spiel, ist eine Karte, die ich noch nicht habe, ist das gut? Die Bernhard hat jetzt die Entscheidung, ob sie die Karte annimmt und aufdeckt und riskiert, dass es eine 6 ist oder nicht. Na komm, du bist ja nicht so tief. Okay, wenn sie sie aufnimmt, dann kriegt sie die 2 Siegpunkte, theoretisch. Dann kriegt sie die 10 und legt sie vor sich aus. Das war's jetzt schon. Ich darf mir eine Handkarte nachziehen, weil ich habe jetzt weniger Handkarten. Und dann ist der nächste Spieler am Zug. Wenn man mit mehreren Personen spielt, kann es sein, dass jemand die Karte nicht will. Wenn er die Karte nicht will, dann muss er dieselbe Anzahl an Chips drauflegen. Da ist jetzt gar kein Hint dabei, aber ich müsste jetzt sozusagen 2 Chips drauflegen. Wenn ich die weiterreiche, sie geht zum nächsten Spieler. So weiter, bis sie einer nimmt, der kriegt dann alle Siegpunktchips. Oder bis sie zum Startspieler wieder zurückgeht, der muss sie auf jeden Fall nehmen. Genau. Und dann haben wir noch den speziellen Fall. Was passiert? Ich gebe mal noch eine High-Karte rüber. Was würde jetzt passieren, wenn die Berner eine Karte annimmt, die sie eigentlich nicht annehmen dürfte? Das hätten wir jetzt hier. Da war der Chip, wird eigentlich, den nimmt sie immer schon beiseite, eigentlich macht man das nicht. Der Chip bleibt nebendran.
Das ist eine 7. Sie hat schon eine 7, das heißt, sie wurde jetzt das zweite Mal von einer Biene gestochen. Das ist nämlich wichtig. Das erste Mal wird nämlich immer gestochen, wenn man Honig einsammelt. Und das zweite Mal ist man aus dem Spiel raus. Außerdem kriege ich als Initiator der Karte die Siegpunkte, die auf der Karte drauf sind. Und die Berner muss als Strafe so viel Siegpunkte in die Mitte zahlen, wie hier die Wertigkeit ist. Also 7 Chips gehen in die Mitte. Dann wäre sie aus der Runde ausgeschieden. Sie sammelt ihre Karten ein und markiert das, indem sie die Lose-Karte aufdeckt. Jetzt zu zweit ist nicht allzu spannend. Zu zweit habe ich jetzt sozusagen die Partie beendet. Wenn ich der letzte Spieler bin, der im Spiel ist, kriege ich alle Chips. Die Chips werden gezählt, aufgeschrieben und das spielen wir mehrere Runden. Das Spiel kann aber auch anders ausgehen. Es kann auch ausgehen, dass jemand 3 niedrige Bienen bei sich liegen hat, also von der Zahl 1 bis 5, dann endet die Partie auch und er kriegt alle Chips. Oder es endet, wenn man eine gewisse Anzahl an Wertigkeiten an Bienen vor sich hat, 35 ist die Wertigkeit in diesem Fall. Und wenn man das hat, dann endet auch die Partie, derjenige kriegt die Chips aus der Mitte und jeder schreibt seine Sachen auf. Jetzt haben wir noch 3 spezielle Karten. Wir haben einmal die 1, die gibt es nur einmal im Spiel, das heißt, mit der kann man eigentlich nicht verlieren. Allerdings, wenn man die vor sich liegen hat, als kleines K.O.-Kriterium, muss man als Strafe jetzt, wenn man aus dem Spiel ausscheidet, auf jeden Fall die doppelte Menge zahlen an Chips. Dann haben wir noch die 2 und die 3, die haben genau die gleiche Funktion. Wenn ich die vor mir auslege, habe ich eine Handkarte weniger. Ein Mitspieler kann mir eine aufgrund der Rückseitenansicht ziehen und die ist dann komplett aus dem Spiel und ich habe ab jetzt weniger Handkarten zur Auswahl. Ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel. Und damit man den Grafikstil der Japaner sieht, zeigen wir euch auch mal die Karten. Das hier ist die 1, das ist die 2, das ist die 3, die 4, das ist schon leicht Playmat-artige Position, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9 und die 10. Man sieht also einen eigenen Grafikstil, der aber auf jeden Fall seinen Charme hat. Sweet Honey Be Mine ist für 2 bis 6 Personen, steht zumindest so auf der Schachtel. Zu zweit würden wir es eher nicht empfehlen und auch nicht zu zweit spielen, weil da kommt dieser Gag-Faktor eigentlich nicht zum Tragen. Mechanisch gesehen erinnert es uns sehr an The Seventh Hero von Pegasus Spiele, beziehungsweise auch an Kakerlaken-Poker, dass man Karten weiterreicht und da nicht runterguckt und da ein Bluff-Element dabei ist. Und die Grafiken sind sehr, sehr schön, wenn auch asiatisch, Die Grafiken sind sehr, sehr schön, wenn auch typisch japanisch und vielleicht in Europa werden sie vielleicht ein bisschen anders dargestellt, aber mir persönlich machen sie sehr, sehr viel Spaß und das Spielmaterial ist auch vollkommen in Ordnung. Das Spiel selbst macht Spaß, man hätte vielleicht noch Kleinigkeiten tweaken können, so dass man die Chips auswählen kann, nicht zwischen 1 und 3, die man drauflegt, zum Beispiel zwischen 1 und 5 und vielleicht noch das ein oder andere Gag-Element rein, dass man Karten, wenn man vor sich auslegt, dass was passiert, aber auch es einen Grund gibt, die vor sich hinzulegen. Bei der 2 und 3 ist es ja nur so ein Side-Effekt und bei der 1 auch nur ein kleiner Side-Effekt. Aber an sich ist das Spiel auf jeden Fall interessant, gerade wenn man jetzt mit vielen Personen spielt, also eher für 4 bis 6er Runden statt für 2 bis 3. Und ja, es erinnert wie gesagt sehr, sehr an Seventh Hero bzw. Kakerlaken-Poker. Also jeder, der diese Spiele mag, der kann sich auf jeden Fall Sweet Honey Be Mine angucken. Die Anleitung ist wie gesagt in Japanisch, auf BoardGameGeek könnt ihr die englische Anleitung aber runterladen. Ob die englische in Essen mitverteilt wird, weiß ich nicht, aber spätestens im Internet findet ihr die englische Anleitung oder schaut euch einfach unser Video an, da kriegt ihr auch alles in Deutsch erklärt. Sweet Honey Be Mine.